gelegentlich vorkommen. Könnten Sie mir sagen, wo er hingefahren ist? Nein, keine Ahnung. Herr Rehfeld, Sie haben die Chance, etwas gut zu machen. Da gibt's nichts gut zu machen. Außerdem würde ich ihn nicht nochmal verraten. Sie haben eine extreme Vorstellung von Freundschaft. Aber wissen Sie, dass Ihr Freund bewaffnet ist? Nein. Ja. Also wir waren oft zusammen in einem Bootshaus, das meinem Vater gehört. Es liegt sehr versteckt und Hans weiß, wo der Schlüssel liegt. Hans? Hans? Vorsicht. Glauben Sie vielleicht, der schießt auf uns oder was? Ja, wenn er es tut, haben Sie Pech. Na wenn, dann Köster, wenn. Hans? Hans? Sei vorsichtig. Ich bin's, Robby. Mach doch keinen Quatsch, Hans. Hans? Mach auf. Wir können doch miteinander reden. Herr Baumeister, hier ist Köster. Kommen Sie raus. Hans, mach auf. Wir wissen doch, dass du da drin bist. Verschwinde! Hans! Geh von der Tür weg! Kommst du weg, Herr Riefeld? Hans, sei doch vernünftig! Wenn du mich weggehst, schieße ich! Hans! Bleib da! Ich erschieße mich! Ach, sei doch nicht albern, Mensch! Geh weg! Wenn du diese Tür nicht aufmachst, dann breche ich sie ein, verdammt nochmal! Mach sofort die Tür auf! Fuß! Und die Antenne hoch. Ich wollte eigentlich mich erschießen. Ich habe in den Spiegel geschossen. Mir hat's nicht gereicht. Aber getroffen haben Sie mich. Es tut mir leid. Das Geschoss hat den Spiegel und die Bretter waren glatt durchschlagen. Ja, ich hab Glück gehabt. Wir wollten uns nach Ihrem Befinden erkundigen. Danke, Herr Doktor. Ich möchte den Fall Hellberg noch zu Ende führen. Ich glaube, ich bin dazu in der Lage. Aber bitte nicht mehr lange. Sie hatte Wein mitgebracht. 3 Kartons. Ja. Sie haben den Wein weggegossen, weil Sie wussten, womit Frau Hellberg ihr Geld verdiente. Ja. Das war am Donnerstag. Die Kartons und die Flaschen waren ja dann nicht mehr da, weil ja die Müllabfuhr am Freitag kommt. Es war am Donnerstag. Herr Rehfeld,
hat zugegeben, dass er zur Tatzeit nicht mit Ihnen zusammen war. Das entspricht den Tatsachen. Er hatte mir erzählt, was er zufällig beobachtet hatte. Es war völlig absurd. Ich meine, ich konnte es gar nicht glauben. Aber dann bin ich doch hingegangen. Haben Sie Angst? Oder nur kein Geld? Ich wartete, bis die Person weg war. Dann habe ich geläutet. Ich sagte mir, dass gleich eine fremde Frau an der Tür sein werde. Ich versuchte, mir eine Entschuldigung zurechtzulegen. Ich weiß noch, dass ich daran dachte, ob ich mich vorstellen sollte. Komm rein. Und das Verrückte war, dass nicht Ingrid mir fremd vorkam, sondern ich mir selbst. Wie hast du es erfahren? Ich meine, du bist mir doch nicht heimlich hinterher. Da spielt doch wohl der Zufall eine Rolle, oder? Oder? Oder bist du auf das Inserat hingekommen? Ich hätte nie vermutet, dass du auf solche Inserate reagierst. Ich hätte nie vermutet, dass du solche Inserate aufgibst. Ich hätte jeden Eid geschworen. Ich kann es jetzt noch gar nicht glauben, wo ich es sehe, wo du hier vor mir stehst. Robby hat dich gesehen. Und er hat es dir gesagt. Er konnte mich nie richtig leiden. Wahrscheinlich kannte er mich am besten von euch allen. Willst du damit sagen, dass ich? Ja. Du kennst mich am wenigsten. Du hast doch eben selbst gesagt, dass du immer noch nicht glauben kannst, was wirklich ist. Gewisse Dinge. Gewisse Dinge, die nicht in dein Bild von der Wirklichkeit passen, die willst du einfach nicht wahrhaben. Aus Gewohnheit. Aus Trägheit. Aus Feigheit. Man kann die Wahrheit wegdiskutieren, wenn man 12 Semester lang Zeit hatte, seine Ausreden wissenschaftlich oder historisch begründen zu lernen. Wir haben zusammen gelebt. Eben nicht, Hans. Genau das haben wir nicht. Wir brauchten einander nur. Jeder um seiner selbst willen. Jan, du und ich. Ein verkanntes Hausmütterchen, ein Schürzenjäger, ein verwöhntes Muttersöhnchen. Das soll wohl ich sein. Ja. Und eine überhebliche, aufgeblasene, schlagfertige, alles besser wissende. Lassen wir es. Persönliche Freiheit. Die wir einander zubelegten. Die diente doch nur der eigenen Entlastung. Du fühltest dich mit mir so gut wie verheiratet, weil du mir aus den edelsten Gefühlen heraus die Pflichten einer Ehefrau anhängen konntest, ohne die Konsequenzen zu tragen. Und Christa, die muss doch nur auf ein Kind verzichten, weil Jan sonst die Verantwortung nicht mehr gut hätte verleugnen können. Mit den Konventionen haben wir nur gebrochen, um uns unseren moralischen Verpflichtungen zu entziehen. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du auf den Strich gehst, um moralischen Verpflichtungen nachzukommen. Im Grunde willst du gar keine Erklärung. Du willst eine Rechtfertigung.
Vielleicht habe ich nur eine Lüge durch eine andere ersetzt. Ich will wissen, warum du unsere Beziehung in den Dreck ziehst. Warum du unserer Liebe ins Gesicht schlägst. Weil es keine Liebe ist. Noch einen Termin. Ich erinnere mich nur noch, dass ich meine Hände von ihrem Hals genommen habe. Sie atmete nicht mehr. Warum haben Sie sie getötet? Weil ich sie liebte. Weil sie nicht so war, wie sie sie haben wollten. Weil sie nicht dem Bilde entsprach, das sie sich von ihr gemacht hatten. Es hat niemand etwas gemerkt. Nichts. Das muss man einem Menschen noch anmerken. Als ich Sie kennenlernte, Herr Baumeister, da hatten Sie Frau Hellberg schon getötet. Und ich habe Ihnen das auch nicht angemerkt. Aber warum? Warum hat sie das gemacht? Ja, das hätte sie ja Ihnen am Donnerstag zu erklären versucht. Meine Herren, Sie können ja dann morgen bitte wiederkommen. Bis morgen. Ja, und bitte bring mir keine Blumen mehr mit. Das bin ich von dir nicht gewöhnt. Ich werde jetzt nachdenken. Ich habe ja viel Zeit. So, schönen Gruß von Köster. Der Arzt meint zwar, dass wir ihn noch ein Weilchen in Ruhe lassen sollen, aber den Fall hat er abgeschlossen. War noch beim Staatsanwalt, deswegen bin ich so spät. Was ist denn los? Köster ist tot. Der Arzt hat vor ein paar Minuten angerufen.